Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Mafia Definitive Edition. So, dann drücke ich auf Story für ein neues Spiel. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass alles verloren geht. Leicht, mittelschwer, klassisch. Gegner sind tödlich, Polizei mischt sich häufiger ein. Och, nö. Mittel. Bei allen bin ich mittelmäßig, das nehme ich doch wieder. Blickumkehr aus, Zielhilfe aus. Fahrmodus normal, Tutorials anzeigen, Fahrt überspringen aus, starten. Auf jeden Fall. Der Rest hat ihr soweit gepasst. 2K, 2K Presents. Was präsentieren sie denn? Ein Hangar 13 Spiel. Okay. Basierend auf dem Originalspiel von Illusion Softworks. Ja, fängt ja schon mal gut an mit der Möwe. Und die fliegt sogar in die richtige Richtung. Anscheinend ist es kein Spiel, wo wir auf einem Boot anfangen. Zumindest nicht mitten auf dem Ozean. Sieht aber schon ganz cool aus für den ersten Mafia-Teil. Das Rework haben sie richtig, war ja ein komplettes Rework, nicht nur ein Remaster, haben sie echt gut gemacht. Schade, dass sie es für einen zweiten und dritten Teil nicht gemacht haben. Ach, das ist ein cooler, ist das ein Gefängnistransporter? Nee, das ist ein Postauto. Schade, dass die heutzutage nicht mehr so aussehen. Die heute sind im Verbrauch wahrscheinlich ein bisschen besser und verpesten nicht die Stadt, aber die alten sahen schon cool aus. Und da sind mehr Pakete gefühlt reingegangen. Wir sehen ja einiges von der Open-World-Stadt, die wir irgendwann erkunden können. Oh je, da hatte jemand sein Motorrad falsch geparkt und prompt ein Knöllchen bekommen. Waren damals also auch schon so fies, die Politessen. Ach, ich freue mich auf die Stadt. Don DiPetta als Sam. Ist es Don? Glenn Taranto als Don Salieri. Muss ich meinen italienischen Akzent rauspacken? Würde ich einen haben. Steven Oliver als Frank. Ja, mein Italienisch ist eingeschränkt verfügbar. Bella Poppa als Sarah. Na gut. Und wen haben wir noch? Oh, da ist ein Paket runtergefallen. Ward Roberts als Ralf. Der Ralf aus den Simpsons? Ich glaub nicht. Sonst hätten wir alle ein großes Problem. Ah, das sieht echt schon richtig, richtig geil aus. Kann ich auch auf das Boot? Ich freue mich auf so ein, wie heißt es, Dampfwalzer? Habe ich vergessen. Gut. Ich glaube, die Brücke kennt man ja irgendwo her. Sol Stein oder Stein als Don Morello. Oh, Cola, Werbung für Swift Cola. Demon Clark als Detective Norman. Okay, ich glaube, das ist der Bösewicht. Ist ja ein Mafia-Spiel. Wollen ja nicht mit dem Detective reden. Oder wollen wir das? Hab den ersten Teil nie gespielt und auch hier habe ich vielleicht eine Stunde Spielerfahrung. Wohin des Weges? Wir haben doch nichts, uns nichts zu Schulden kommen lassen, oder? Oh je, oh je. Tommy? Ja. Thomas Angelo, Detective Norman. Nicht erfreut. Was ist los? Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Mal eine nette Bedienung. Hat man in Deutschland so selten. Nein, danke. Wie beziehungsweise in Deutschland hat man halt den deutschen Charme. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Aha. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Sicher? Wir bezahlen gut? Bin eh pleite. Ah, scheiße. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Fußbilder. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Fußbilder.
Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Weiß ich auch noch nicht. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Müssen wir das nicht alle? Die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Okay, eine geworfene Tochter. Schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Wenn man Freunde hat, ist man tot? Keine Überraschung. Okay, er ist nicht überrascht. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Beides. Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das ich so sehe, auch Nackenschmerzen. Ist jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt und nicht größere Augenringe. Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Ach, wissen wir das? Stellen Sie mich auf die Probe? Wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Na wenigstens was. Muss ich ja schon nicht die Teller waschen. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Ja, Verbrechen zahlt sich wohl nicht für alle aus. Erst, wenn's zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ja? Wir haben jetzt 2024. Das ist mal ein Zeitsprung zurück. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Vielleicht ist es auch ein Angebot, das man nicht ablehnen sollte. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Pauly und Sam getroffen. Bestimmt nette Charaktere. Was mache ich denn da am Reifen? Ventilkappe drauf? Das bringt auch nichts, wenn keine Luft drin ist. Au, au, au. Du Bastard! Pass auf! Damals gab's doch noch keine Airbags. Steh auf, Pauly! Da ist dein Taxi! Wir schaffen es! Los! Komm schon! Na gut, Bruder, wohin? Hingehen. Irgendwohin! Schnell! Na, schnell kann ich. Ich drück wie. Ich ziel mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Oh, das Fahren ist relativ cool. Dass wir hier sein würden? Obwohl ich ist Maus und Tastatur egal, verwende. Sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen nicht uns? Das erste Mal, dass ich einen Gegner abschüttel. Dann sind die meistens freundlicher gestimmt. Ich probier was aus. Ja, ich habe ein leichtes Manöver gemacht. Keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nehmen die Giuliani-Brücke. Okay. Ist es hier nicht illegal, ohne Blinker umzudrehen? Beziehungsweise abzubiegen? Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Was für ein Doktor? Den von Dr. Who? Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Ja, mach ich doch. Chill mal deine Nuggets. Genauso haben sie in den 1930ern geredet. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Na gut, dann fahre ich einfach geradeaus. Wie in der Fahrschule. Ich habe sogar eine Benzinanzeige. Die sieht aber nicht sehr gut aus. Obwohl, sie wird voller. Rechts ist noch Platz und links. Na, ich fahr durch. Haha. Ich hätte F drücken müssen. Die kriegen uns nicht.
Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Ja. Trefft halt mal besser. Boah. Schnell. Sie sind uns auf den Fersen. Dabei sind wir nicht zu Fuß unterwegs. Sorry, Motorradfahrer. Hau ab. Kann ich hupen? Ich finde zumindest gerade die Hup-Taste nicht. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Nein, sorry, Lady. Nur eine Fleischwunde. Wo muss ich denn hin? Ich kann doch mit Minimap fahren. So, das sieht halbwegs richtig aus. Sind hartnäckig, muss man ihn lassen. Ja, ich habe auch das Gefühl. So, ist das meine Abkürzung, die ich kenne? Yay! Haha. Wieso sind die nicht einfach auf der Straße geblieben? Das sind Gangster, die sind bestimmt nicht so klug hier. Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Rennt doch nicht aufs fahrende Auto. Vier, vielleicht fünf. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird es ungemütlich. Ich habe auch das Gefühl. Oh, wir sind ja fast draufgegangen. Die nächste links und wir schaffen's. Komm schon, Trigger. Nicht vors Auto laufen. Hui. Ein Glück. Ich dachte, so schlecht bin ich gar nicht gefahren. Das Spiel sah das anders. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Ich arbeite dran. Kann ich ausschießen? Dann ist das Problem schneller gelöst. Au, 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 au. Noch ein HP. Es regeneriert. Ach, ist das nicht schön. Zur West Harbor Brücke, schnell! Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Hört mal auf, wie treffen die? Und was machen meine zwei Passagiere, die nicht treffen? Ich bin down. Down, down, down. Bin doch normal gefahren. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee, gibt bestimmt Checkpoints. Ich hab's doch auf Mittel gestellt. Letzten Kontrollpunkt. Na komm, lade. Fortsetzen. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb das unseres geht. Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Hier, da, frontal. Macht sie platt. Macht sie platt. Knarre raus und los. Na gut, dann nicht. Dann weiche ich mal den Feind, dem feindlichen Kugelhagel aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Lasst mein Taxi in Ruhe. Boah, ey. Die Brücke ist um, oder? Ja. Wir schaffen das. Das mache ich doch ständig. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Na, anschnallen und beten hat geklappt. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay. Gern geschehen. Hast noch keinen Feierabend. Na gut, ich erwarte aber ein großzügiges Trinkgeld. Das hab ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Ich hab gar nichts gemacht. Still und wir besprechen das dann in der Bar. Ich kann hier Maulwürfe nicht ausstehen, die einfach ihren Boss verpfeifen. Ach, ich mache ja gerade dasselbe. Glaube ich zumindest. Zumindest gestehe ich dem Detective, was ich hier mache. Okay, wir sind fast da. Na, ein Glück. Nur einmal gestorben, das ist gar nicht so schlecht. Salieris Laden? Ja, genau der. Sieht aber runtergekommen aus. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Ja. Also einen schnellen Handjob, warum nicht? Geld wäre auch nicht schlecht. Menschen, die am Arsch. Ha, erstmal eine
Kaugummi-Zigarette gegen den Stress. Oh, scheint eine echte zu sein. Macht das nicht nach, das ist ungesund. So, her mit meinen Kohlen. Oh oh. Musik schwillt an. Ist das der Don? Don Desta la Bibliotheca. Tritt aufs Gas, der erschießt uns. Nicht. Entschädigung für deine Mühen. Und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Dankeschön, Sam. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Na gut, dann leih ich was und setz das alles beim Pferderennen ein. Und das ist die Geschichte, wie ich pleite geworden bin. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen. Gabriel. Ja, die eine MP dabei hatte. Wir sehen uns, Junge. Ich bin gespannt. Okay, das ist zumindest nicht der Don, das ist der Sam. Na, wollen wir mal weiter. Lost Heaven. Mein Kennzeichen. So Lust fühle ich mich heute gar nicht. Setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen $10 über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Sehr gut. Dann doch kein Mafia-Spiel. Ich schätze, dann endet's hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, geht noch weiter, okay. Dann bleibt noch kurz dran. Vielleicht entscheidet er sich ja um. Auf der Flucht, 1930. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Habe ich so schnell meine Meinung geändert? Sie da, Fahrer! Ja. Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Beides. Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. So. Ich hätte dir die Tür auch aufgemacht. Olle Zippe. Also, wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Ein kleiner vorsichtig, Umweg wird ja noch drin sein. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Na, auf Sie jeden der Fall. Erste. Na, dann bin ich aber auch nicht der Letzte, der unvorsichtig fährt. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ich habe einen Limiter. Gut, dann sind wir limitiert. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. 4 für Radio, warum nicht? Das ist viel besser. Jojo. Was immer der Kunde will. Pass auf! Kirche also? Ist schon Sonntag? Augen auf die Straße, bitte. So viel Sonntagsfahrer. Na gut. Hab ich irgendwo eine Hupe? Mit H? Nö. E ist aussteigen. Hat das Auto keine Hupe? Hatten die damals sowas nicht? Wie hat man sich dann beschwert? Doch, die müssen eigentlich eine Hupe haben. Der hat gehupt! Irgendwann werden die es rausfinden. So. Ich bin ein guter Taxifahrer. Die müssen bei mir nicht so lange warten, bis sie ans Ziel kommen. Gut, ich fahre wie jeder gewöhnliche Taxifahrer hier in Deutschland fährt. Vorsicht, Straßenbahn! Hup, 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 hup. Was macht die S-Bahn denn da? Straßenbahn, Stadtbahn, was auch immer. So. Lady, raus mit dir, du fängst an zu nerven. Zumindest bist du sehr unfreundlich. So, passt. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. 30 Cent? Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Okay, dann fahre ich weiter. Ja, wie Sie meinen. Komm schon, fahr los. Olle Zippe.
So. Ah, ich kann ihn noch überfahren. Nein, nicht. Dann muss ich nochmal die Mission neu starten. So. Die hat Nerven. Ja. Und wenden in einem Zug. Oh, ich glaube, links haben wir noch einen neuen. Was machst du denn? Ich habe Vorfahrt. Ich habe ein gelbes und größeres Auto gehabt. Hey, 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 hey. So, wir haben hier irgendjemanden, der abgeholt werden will. Ja. Ich drehe. So, wo darf es denn hingehen? Das macht $1, sag ich gleich jetzt schon mal. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Das ist tatsächlich getimt oben. 1,45. Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Ach, die Leute sind echt scheiße. Kein Wunder wird man kriminell in der Stadt. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Nein! Sie haben den armen Teufel einfach überfahren! Nein, der lebt noch! Okay, letzten Kontrollpunkt klar. Die ist mir vors Auto gehüpft. Ich bin ausgewichen. Hab normales. Besser kann man es in der Fahrschule nicht lernen. Aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Dass die Fußgängerin mir einfach auf die Straße hüpft. Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Was glaubst du, was ich hier mache? Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Die nehmen sich jetzt ein Taxi, anstatt Arbeit zu laufen. Gibt es immer. Man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Der hat meine Depression kommen sehen? Ich darf beschäftigt sein. Hätte mich ja warnen können. Beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, nur ein leichter Auffahrunfall. Nichts zu sehen, Herr Offizier. Sie mich in Ruhe. Herr Polizeiwachtmeister. Ja, kapiert. So, weniger als eine Minute haben wir noch. Komm schon, ich will schön um die Kurven driften. Habe ich eine Handbremse? Vielleicht Leertaste. Schnell, 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 schnell. Sonst gibt's kein Trinkgeld. Nur noch wieder so einen dämlichen Ratschlag. Oh, kann das nicht mehr als 60 Meilen die Stunde fahren? Ich hoffe mal, das ist auf Meilen gestellt. Sonst wäre man ja echt langsam. Limiter. Polizei. Polizei voraus. So, der hält an. Und lässt uns vorbei. Ist das nicht schön? Wir haben noch 18 Sekunden. Aber wir sind auch gleich da. So, dann noch ordentlich um die Ecke driften. Ja. Ruhige Fahrt. Vor der Galerie stehen. Was soll das? Ach komm, ja. Theoretisch hätte ich aufpassen müssen. Praktisch gesehen. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Oh, müssen wir alles nochmal machen. Dann werde ich bis kurz vorm Ende skippen. So, diesmal langsame Anfahrt. So. Wunderbar, raus mit dir. Hier sind 50 Cent, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich sagte $1. Hub die Polizei mich ehrlich an? Was wollt ihr? So, ich finde, das haben wir gut gemacht. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten Arschloch. Klingt ja wie eine Freitagnacht bei mir. Nee. So, einsteigen. Alles, was keine Miete zahlen will. Rein mit dir. Ist das Pauli? Nö. Wer bist denn du? Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Na gut. Okay. Nach Little Italy. Ich erzähle nichts von Ihrer Schnapsfahne und Sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Nein. Ein paar. Aber man kann nie genug haben. So, diesmal Fußgängerverlust freifahren. Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße.
Ich ja. sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Was? Die sind auch korrupt? Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. So. Zum Glück muss er nicht kotzen bei meinem Fahrstil. Da ist er der Erste. So, bitte, raus. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Lucio? Danke. Mach ich vielleicht. Na gut, kostenlosen Kaffee immer. Immer her damit. Jü, und nu? Ah, ich schlürf an meinem schwarzen Gold. Nein! Nun war mein Kaffee. Nein? Ja? Wer ist denn Dino? Na, mein Taxi in Ruhe. Au. Bist du Morellos etwas sauer? Solltest Salieri Schläger nicht helfen, hä? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat, wirst du ein bisschen Probleme mit dem Laufen haben. Komm in Ruhe. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los auf ihn. Nicht auf ihn. Oh nee, wieso muss ich rennen? Ja, renn halt. Au. Au. Wieso hat der mich jetzt so leicht ausgeschalten? Erstmal bleibt mein Charakter einfach stehen. Das sollte er garantiert nicht machen. Und dann hat irgendein Passant mich noch umgeschubst. So, das kriegen wir besser hin. Vielleicht hätte ich es doch mit Controller spielen sollen. Lauf! Ah, jetzt. Lauf, du Gurke! Spring, du Gurke! Ah, die Hüpfgurkensaison ist eröffnet. Weiter geht's. Ja, ich bin schnell. Bei manchen Sachen ein bisschen zu schnell. Lauf, 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 lauf! Polizei, Hilfe, ein Überfall! Wieso kann ich mir nicht einfach ein Auto von denen klauen? Hilfe! Wartet hinter der Gasse! Oje, 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 rauch mit dir. Lauf, du Taxifahrer! Oh, hier gibt's Hunde. Hi, bye. Oh, ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Hey, pass doch auf, wo du hinfährst. Kannst nicht einfach Leute anfahren. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Der ist ausgebucht. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann... Hör mal gut zu, wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Dann geht ihr mit toten Händen. Gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Was für Ärsche. Und jetzt ziehen sie den Schwanz ein. Danke. Gern geschehen. Komm mit, sagen wir dem Don Hallo. Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Oh nee. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Das wirkt bis jetzt wie ein richtig, richtig gutes Remake vom ersten Mafia-Teil. Ich kenne den originalen ersten Teil zwar nicht, aber für ein Remake hat es mich schon mal echt überzeugt. Hier scheint echt ziemlich viel Arbeit reingeflossen zu sein. Etwas, was man bei den wenigsten Remakes sagen kann. Und ansonsten, ja, das Autofahren macht Spaß und die Story macht Lust auf mehr.
arg viel mehr haben wir tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall, das weiterzuspielen. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.